Ab dem 23.12.2013 ist das FMAG Geschichte. Das Freihandmagazin im zweiten Untergeschoss der SUB wird für die Öffentlichkeit geschlossen. Wir haben uns mit Frau Dr. Helmkamp, der Leiterin der Benutzungsabteilung der SUB, ein letztes Mal in den Kellergewölben der SUB getroffen, um nach den Gründen für die Schließung zu forschen und über die Zukunft der Bücher zu sprechen. Seit wann gibt es das Freihandmagazin? Das Freihandmagazin gibt es seit 1998. Das ist nicht von Anfang an vorgesehen gewesen, also mit den Planungen für den Neubau der Zentralbibliothek der SUB Göttingen. 1998 wurde das hier eingerichtet. Wie groß ist das Freihandmagazin? Wir haben hier ca. 850.000 Monographien ab dem Jahrgang 1998 und großformatige Zeitschriften stehen. Wie stark wurde das FMAG bisher genutzt? Die Nutzung ist in den letzten Jahren zurückgegangen, also im Schnitt kann man sagen 10-15%. Im Jahr 2011 hatten wir in diesem Monat ungefähr 6.000 Besuche. Das klingt jetzt erstmal sehr viel, man muss das aber natürlich auch im Vergleich sehen zu den Besuchszahlen in der Zentralbibliothek. Also hier haben wir vor allen Dingen in den Klausurzeiten bis zu und über darüber hinaus 6.000 Besuche täglich. Warum wird das Freihandmagazin geschlossen? Es ist so, dass wir im Zuge der Umbauplanung für die Zentralbibliothek der SUB Göttingen hier einfach die baulichen Rahmenbedingungen uns genauer angeschaut haben. Und dabei ist natürlich der Aspekt des Brandschutzes einer der Aspekte, die im Vordergrund stehen. Und es hat sich gezeigt, dass wir, wenn wir nach den neuesten Vorschriften, also wenn wir mit denen entsprechen wollen, dass wir hier deutliche Nachbesserungen vornehmen müssen. Also zum einen müsste man hier eine Sprinkler- und Entrauchungsanlage einbauen. Das ist mit hohen Aufwänden verbunden. Und zum anderen ist es so, dass wir die Regale, die hier stehen, nicht mehr so wie bisher nutzen können. Also beispielsweise würde der erste Regalboden nicht mehr genutzt werden können. Und zum anderen ist es so, dass wir nicht die Möglichkeit haben, hier eine fahrbare Regalanlage zu installieren, die zu einer 50%ig besseren Ausnutzung führen würde. Ja. Wie kommt man künftig an die Bücher des Freihandmagazins? Also es ist natürlich so, dass die Bücher, die hier im Freihandmagazin dann bestellt werden können, wir haben es so eingerichtet, dass in die Bibliotheken auch ein Lieferdienst eingerichtet ist, sodass man innerhalb von 24 Stunden alles das erhalten kann. Das ist das eine, was wir machen. Zum anderen haben wir einen Selbstabholbereich eingerichtet, in dem die Bücher abgelegt werden, die hier im Haus bestellt werden. Was geschieht mit stark genutzten Bänden? Es ist so, dass wir Bestände, die elektronisch vorhanden sind, nach unten in das Magazin einräumen und stattdessen aktuellere Literatur zum einen, also viel genutzte aktuelle Literatur, hier aus diesem Bereich nach oben bringen wollen und zum anderen natürlich auch die Neuzugänge dort zu großen Teilen platzieren werden. Wie wird das FMAG künftig aussehen? Das Freihandmagazin wird es so nicht mehr geben. Es wird ein geschlossener Magazinbereich werden, so wie der große Teil des Magazins der SUB Göttingen auch. Ja, der Zugang wird dann nicht mehr möglich sein, aber dafür haben wir im Freihandbereich die neuen Services dann im Angebot. Musik